Wir müssen uns von Franz Beckenbauer verabschieden. Am 7. Januar 2024 verstarb er im Alter von 78 Jahren. Das gab seine Familie erst einen Tag später bekannt und erklärte in einem Statement laut Bild: In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist. Wir bitten, in Stille trauern zu können und von allen Fragen abzusehen. Eine Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben. Allerdings hatte der Kaiser schon seit längerem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Laut Bild litt er zuletzt an Parkinson und Demenz, hatte außerdem einen Augeninfarkt. Familie, Freunde und Kollegen hofften bis zuletzt, dass Beckenbauer sich erholt. Dieser Wunsch wurde nicht erfüllt.